Jö, da sind wir wieder. Und nachdem wir letzte Folge verzweifelt nach dem Schlüssel gesucht haben, der sich unter einem Schild versteckt hat, können wir jetzt gucken, welche von den beiden Türen aufgeht. Aber vorher sollten wir nochmal schlafen und ein paar Zauber vorbereiten. Denn da sieht man schon Augen rumfliegen und wir wissen, dass ein kleines Ding irgendwo das rumkriecht. Ah, dieses kleine Blaue. Und es wäre sonst Mana-Verschwendung. Also hoch rein. Tum, 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 tum. Das müsste eigentlich schon reichen. Ja. Also, Schlüssel da rein. Rechts geht auf. Und ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass wenn wir hier weitergehen, kommen wir hinten bei den zwei Türen beim Schlangenrätsel wieder raus. Aber gut. Zoom. Das werde ich nicht übersetzen müssen. Ach du gute Güte. Ja, ich muss es wohl irgendwann taktisch abspringen. Habe ich jetzt einfach mal gemacht. Aber das ist ja cool. Okay, ich drehe mich wieder so hin, dass ich bei dem einen Ding raus kann. Sammle die Sachen hier ein und dann können wir weiter gucken. Vielleicht ist ja noch irgendwo da ein Secret drin versteckt. Eine Flasche mit Wasser. Na gut. Vollbombe. Soweit, so gut. Teleporter. Na, gucken wir mal, wo rauskommen. Beim Anfang vom Schlangenrätsel. Das war jetzt doof. Und natürlich respawnen die Augen wieder. So rum, so. Und wir haben keine Heiltränke mehr. Natürlich nicht. Okay, ich versuche erstmal jetzt wieder zurückzukommen zu den Türen. Dann gehen wir die linke Tür rein. Wir sind tierisch langsam wegen der Verletzung. Aber gut, dann gehen wir die linke Tür rein, schlafen erstmal. Obwohl, schlafen müssen wir gar nicht. Wir müssen Mana verbraten für Heiltränke. Oh, das war knapp. So, bitte keine Augen mehr. Es reicht langsam. Rechts rum oder links rum? Mal probieren wir mal rechts rum. Da sind die Türen. Da ist die linke Tür, die offen ist. Da rein. Hier müsste eigentlich nichts respawned sein. So, jetzt hochheilen. Also erstmal ganz kurz Heiltränke machen, damit wir die Wunden loswerden und den gröbsten Schaden. Damit, falls wir in der Nacht überrascht werden, nicht instant tot sind. So, Elijah auch noch. Glück und Zed natürlich auch, aber der kann seine eigenen Tränke machen. Er muss ja schließlich seine Priesterlevel hochbekommen. So, das und das. Schluck, Schluck. Noch irgendjemand Wunden? Nö. So, gleich weiter Mana verbrutzeln und ein Priesterlevel. Sehr schön. 209 Lebenspunkte. Langsam mausert er sich. Und er hat inzwischen sogar mehr Lebenspunkte als einer der Magier. Super, als Tank und so. Aber gut. Heiltrank, Heiltrank. Heiltrank. Heiltrank und Mana alle. Aber er hat gut was geschafft. Jetzt ist Gosmog dran. Versuchen wir ein bisschen stärkere. Ah, klappt auch super. Den und den. Und ich hoffe jetzt mal einfach, dass die Augen uns nicht hierhin verfolgen. Noch ein? Ja. So, Axt wieder in die Hand. Schild in die Hand. Wir haben inzwischen ganz schön viele Flaschen, fällt mir auf. Machen wir die Flaschen doch alle mal voll mit Tränken. Und zwar richtig guten Tränken. Den höchsten Tränken. Ah, geil, er kann die höchsten schon. So. So. Kann sie ab und an mal. Aber mit etwas Glück trainiert es die Priesterlevel mehr als die einfachen Tränke. Nee. Nee. Nee.
Also die vier jetzt sind unsere richtig guten Heiltränke. Das sind drei billige. Und hier sind noch mehr leere Flaschen. Also ja, langsam könnten wir eigentlich anfangen, Bomben zu basteln. Wo sind unsere guten? Da sind unsere guten. Elijah. Den noch. So, ganz viele Flaschen und Bomben und überhaupt. Die können wir auch mal als Panik-Dinger benutzen. Also erstmal braucht er seinen Stab wieder. Und seinen anderen Stab. Und er ist unser Panikmann. Also entweder Leben einfrieren oder einfach so eine Bombe nehmen und schmeißen. So, Feuerball ansatzweise vorbereiten. Hier auch. Da auch. Und schlafen. Gleich gehen wir wieder in den Zoom rein und ich springe mal woanders raus. So groß war die Strecke da ja nicht. So, NE. E. NE. E. So, hier lang, darum, darum. Gleich müssten die Türen kommen. Irgendwie sind wir echt viel zu langsam. Okay, zwei sind überladen. Erstmal das. Hallo? Noch jemand Hunger? Ja. Hallo? Ah, Wasser wird langsam auch ein bisschen knapp. Um nicht zu sagen, alle, bis auf den hier. Und tauschen wir mal ein bisschen die leichten Sachen gegen die schweren aus. Jo, schon ist nur noch einer unserer Charaktere überladen. Guti, also weiter im Text. Druckplatte. Tür. Und Zoom. Also da war der Teleporter, da war eine Abzweigung. Da hätten wir wohl rausgebrannt. So langsam. Also ich will in die Abzweigung reingehen, die vor dem Teleporter ist. Jetzt. Es könnte sein, dass wir nicht hinkommen können, weil wir zu langsam sind. Oder ich habe einfach nur sehr schlechtes Timing. Eins von beiden. Na gut, gucken wir mal nach vorne. Können wir da irgendwo runterspringen? Was ist mit der anderen Seite? Nee, das ist nirgends eine Möglichkeit. Und auch nirgends so ein Schalter. Rückwärts. Nö. Also es geht nur hier. Ah, jetzt bin ich in den Teleporter gesprungen. Mist, jetzt sind wir wieder am Anfang vor dem scheiß Schlangenrätsel. Wo gleich die Augen wieder kommen. Genau du. Mann, die Nerven. So. Also, wieder zurück. Das war links rum. Geradeaus. Links. Hier ist links. Rechts. Oh, Auge an der falschen Stelle. Ja, aber weil letztes Mal die nicht getötet haben, sind jetzt wohl noch mehr hier drin als sonst. Aber momentan machen wir uns ja ganz gut. Weil die Dinger sterben, bevor sie nur einen Blitz rauslassen können. So, und bevor wir gleich in den Zoom reingehen, schmeiße ich die Nahrungskiste mal vor die Tür, die noch nicht offen ist. Ich denke einfach mal, dass wir da irgendwann wieder vorbeikommen werden. So, hier kommt gleich die Druckplatte. Da. Und da schmeiße ich jetzt das Essen hin. Da ist Essen drin, richtig? Richtig. So, jetzt ist keiner unserer Helden überladen. Das heißt, wir sind hoffentlich schnell genug, um an der richtigen Stelle abzuspringen. Und ich speichere vorher mal ab. Weil ich nicht wirklich Lust habe, noch ein viertes Mal durch das Schlangenrätsel durchzulaufen. 3, 4, so. Okay. Zack. Rauf da. Ja, es lag definitiv daran, dass wir überladen waren. So,
jetzt müssten wir in dem Bereich sein, wo wir vorhin durch die Wand hindurch den Knopf gesehen haben. Eventuell. Da ist nichts. Da ist eine Fackel. Na gut. Nirgendwo ein Schalter. Also eine recht ruhige Ecke, was ja immer recht verdächtig ist. Im nächsten Moment kommt dann meistens ein kleiner Mann in der Robe und one-hittet uns, aber hier anscheinend nicht. Bisher haben wir auch keine Abzweigung gefunden. Also ich gehe immer nur den einen Weg lang, den wir gehen müssen. Und eine Tür, die wir zumachen können. Und da ist der Schalter, den wir gesehen haben. Und ich höre etwas sehr Schnelles, das wird der kleine blaue Mann sein. Und Skelette und das Auge und überhaupt. Und so viel dazu, dass sie keinen Schuss abbekommen, bevor wir losschießen. Das war falsch. So. Leben einfrieren. Machen wir uns mal ein bisschen einfacher. Gosmog. Nochmal Gosmog. Oh, nein. Okay. So viel zu der Idee. Okay, komm, sterben wir, dann kann ich auch neu laden, ohne die Aufnahme zu unterbrechen. Ja, das Ende. Also, wir stehen jetzt wieder vor Zoom. Drehen uns da um. Und sind wieder da. So, jetzt schlafen wir aber mal, damit ich ein paar mehr Feuerbälle schmeißen kann. Und diesmal können wir uns das ganze Wendeklopfen sparen, denn es gibt nur einen Weg und da gibt es anscheinend keine Secrets auf der Ecke. So, jeder ein Feuerball. Feuerball, Feuerball. Jo, sieht soweit gut aus. Da ging es nicht lang. Darum, 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 darum. Hier kommt das Gitter. So, einfrieren. Irgendwie konnte der kleine Mann nicht eingefroren werden. Das ist ja auch komisch. Genau du. Oh, hier sind ja richtig viele Gegner. Der ist auch tot. Ah, oder auch nicht. Ah, Cosmo steht falsch. Okay, machen wir eine Giftwolke. Zack. NE. Zack. Das waren jetzt schon vier oder fünf Augen, zwei kleine Krabbelfiecher und ein Skelett. Und da ist noch ein Auge und noch ein Skorpion. Oh, weia. Und wir haben gleich keinen Mana mehr. Komm mal nach links. Geh nur einen Schritt nach links. Okay, dann gehen wir halt einen Schritt nach links. Das war keine gute Idee. Definitiv keine gute Idee. Also nochmal das Ganze. Piekst uns. Yeah. Also, die schmeißen Magieschaden. Das heißt, wir können da auch nichts großartig vorbereiten, außer die Tränke, die nicht immer klappen und selbst wenn, dann nicht wirklich viel bringen. Also, machen wir es ganz einfach nochmal, so wie eben auch. Nur, dass wir jetzt mehr Würfel benutzen. Davon haben wir ja eine Menge. Das passt schon. Oder ich benutze einfach mal eine Zeit lang die Cursor-Tasten. Kann man hier strafen? Ja, mit den Cursor. Ah, das ist herrlich. Also mit den Cursor-Tasten kann ich auch immer schön ausweichen. Das macht das Ganze gleich wesentlich einfacher. So, immer schön hin und her strafen. NE, zack. NE, zack. Du auch noch. Und du auch noch. Und Mana ist gleich alle. Da schießt jemand. Schießen wir mal zurück. Schießen nochmal zurück. Schießen nochmal zurück. Die Augen hätte ich schon ganz gerne umgebracht, bevor wir hier einen kleinen taktischen Rückzug machen. Weil wir keinen Mana mehr haben. Du? Na, lebt immer noch. C ist Beast. Na gut, raus hier. Weg, 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 weg.
Tür zu. So, jetzt schlafen wir einfach dreisterweise genau hier. Und wenn ein Auge die Tür aufmacht, hören wir das und ich unterbreche sofort den Schlaf und drück Leben einfrieren. So, das reicht erstmal für eine erste Etappe. NE. NE. Weiter schlafen. Ja, das müssen sehr hart gesottene Kerle sein, wenn sie direkt neben so vielen Monstern einfach schlafen können. Vor allem ohne Wache zu halten. So. Und rein da. Ich sehe nirgendwo. Doch, da ist das Auge. Nur stehen wir wieder falsch, oder? Ha, Auge ist tot. So, jetzt ist nur noch dieser zähe Skorpion da und irgendwo müsste hier noch ein Skelett sein. Da liegt schon mal ein schicker Helm. Da sind eine ganze Menge Skelette. Und dieses Kleinvieh. So, wusch, alles kaputt. Guti, ja, so muss das laufen. Mit den Tastatur... Hotkeys ist halt wesentlich einfacher, weil man gut ausweichen kann. Eventuell steige ich auch wieder darauf um. Also ganz am Anfang hatte mal jemand gemeckert gehabt, dass er es nicht so gut nachvollziehen kann, wie ich mich bewege, wenn ich die Pfeiltasten benutze. Aber theoretisch müsste es ja eigentlich gehen, weil man sieht es hier ja aufblinken. Was machst du? Du machst ein Speedbow frei. Den testen wir doch gleich mal. Boah, ist zwar schnell, aber so der Brille ist das jetzt nicht, würde ich sagen. Na gut, gucken wir kurz, ob unter den Schilden irgendwo was ist. Nö, nö, nö. Nö. Na gut, dann speichern wir doch mal ab, jetzt wo es endlich mal ordentlich geklappt hat. Speichern. 35. Und nächste Folge gucken wir mal, was diese ganzen Monster hier alles bewacht haben, außer diesen Speedbow. Also bis gleich.